Ich würde die Teile eigentlich am liebsten gleich wieder auspflanzen. Also nicht unbedingt hier an der Stelle, weißt du, weil sonst wächst das da in die Baumkronen wieder rein. Weißt du, ich mach mal da hinten bei der Bienenfarm, also bei der Möchtegern Bienenfarm, vielleicht ändert das ja was, ne? Maybe. Alter, keine einzige Biene am Start. Nein, was ich vorhin sagen wollte, also es gibt ja diesen speziellen Boden im Cherry Blossom Biom, der mit den Blütenblättern drauf, den finde ich wunderschön und das hätte ich gerne. Also da wäre ich froh, wenn ich ein Biom dieser Art finden würde und dann dort mit einer Behutsamkeitsschaufel ein klein wenig was davon abtragen könnte. Dankeschön. Aber ich habe ja bisher kein natürliches Cherry Blossom Biom in dieser Welt entdeckt. Hier gibt es nur massenweise Meser. Ja, also hier wird es auch schwer werden, die Setzlinge zu finden. Aber das ist mir dann auch mal egal. Das des passt schon. Dann lass uns mal kurz was essen. Ach, ich freue mich schon so auf Regensburg. Der Herr Kittenkurm, der hat da ja auch wirklich mir großartige Dinge angekündigt. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob ich, wenn ich zurückkomme, sagen werde, yeah. Ich nehme es mal an. So. Also ich glaube, dass solche Viecher wie Bienen, sobald du dich in irgendeiner Form kümmerst, sofort gleich die Fliege machen, weißt du? So, vorher ein Bienenstock da, nicht genügend Platz in der Herberge, ne? Und das Leben brummt, ne? Kaum machst du irgendwas und sagst du, hey, ich mach's euch mal schön, hier habt ihr noch ein paar Wohnungen. Tschüss. Verstehst du, was ich meine? So, das will ich doch mal sehen. Also, Honey Level 1, Honey Level 0, Honey Level 0. Ja. Die Bienen sind jetzt dann wohl irgendwo im Nimmerland gelandet. Ich drehe durch. Kann natürlich sein, dass hier hinten irgendwo ein verschissener kleiner Bienenstock ist, wo sie jetzt alle rundherum fliegen. Möglich. Ich gucke mich mal hier um. Ich darf das ja. Darf ich doch, oder? Ja, ich sehe mich schon mit den fast 30 Erfahrungsleveln in irgendeine Lücke fallen. Wo sind die Kackbienen? Ja, die spawnt natürlich. Seht ihr, Mojang, genau das ist es, was mich so ankotzt. Ich sag dir, hier ist jetzt irgendein verschissener, irgendwo in der Walachei hängender Bienenstock und da fliegen sie alle rundherum. Während ich da vorne eine schöne Heimat geschaffen habe und sie die verabscheuen. So. Was macht ihr denn hier, Schafe? Oder die sind drüben beim anderen Bienenstock, weißt du, in Richtung Honky Island und zeigen mir eine lange Nase. Das ist, jetzt sag doch mal ehrlich, Leute, das ist doch reines Mobbing, was hier betrieben wird. Also Minecraft ist ein schönes Spiel und es könnte noch ein viel schöneres Spiel sein, wenn nicht jeder Mob, egal ob Haustier oder Wildtier oder sonst was, einfach nur sein Bestes tun würde, um einem auf den Sack zu gehen.
so, oh, der will sein Inventar sauber halten, weil der ist auf Suche nach Dingen und so weiter. Das liebe Huhn sagt, ich scheiß dem erstmal das Inventar voller Eier, bis er kotzt, ne? Da ist, als hätte ich es gerade nicht gesagt, ne? Irgendwie, ja. Jetzt bin ich da hinten weggegangen. Wahrscheinlich sind jetzt einige Setzlinge, die spawnt, kann das sein? Und wie viel habe ich denn eigentlich? Och, 11. Alter, die Dinger sind aber wirklich spendabel. Ich meine, vorhin sind es, glaube ich, 16 gewesen und jetzt 11. Also sind mindestens 25 roundabout Setzlinge gewesen, die jetzt von diesen zwei Bäumen runtergefallen sind. Da haben wir noch einen, guck mal. Da. Ja, und die Dinger da, die werden jetzt für alle Ewigkeiten da oben hängen. Bis ich hier weggehe, ne? Und dann werden sie nochmal. Hey! So, ich weiß, ich laufe jetzt hier die ganze Zeit hin und her und das ist vielleicht nervig und langweilig und vor allen Dingen verpulver ich mein ganzes Food. Muss ja auch nicht die ganze Zeit rennen. Ja, wann komme ich denn mal da endlich an? Hier, guck mal. Alter Mann, ist kein Tee zu. Ja, vielleicht hätte ich diese Bäume pflanzen sollen. Nochmal gucken. Das kannst du nicht ausdenken, den Schuss. Ich guck mal rüber. Ach ja, das Mahnmal von Hundi V2 soll, von V1. V2 ist ja noch gar nicht tot, aber ich weiß nicht, wo Hundi V2 ist. Hundi V2 habe ich irgendwann irgendwo mal abgestellt und nicht wieder abgeholt. La 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 la. Weißt du, ich bin kurz davor, jetzt einfach rüber zu laufen nach Honky Island und dort meinem eigentlichen Plan nachzugehen. Wie viel ist denn schon wieder? Ach, ich habe die Pause verpasst. Ja, auch ein wiederkehrendes Thema. Wobei, manchmal ist es ja so, dass ich das Gefühl habe, wirklich, ich mache alle 10 Minuten Pause und sage, boah, ist pressiert, ne? Und dann habe ich irgendwie so den Verdacht, dass dann Leute sagen, so von wegen, ja, Digga, ne? Die Prostata. Sag mal, ihr habt sie auch irgendwie nicht alle, ne? Weißt du was? Ich pflanze euch mal hier. Was nimmt es hin? So. Hier müssten wir ja eigentlich auch hier oben dann bei Hundi V1 Mahnmal. Warte mal. Ist das voll? Ja, wahrscheinlich, ne? Ah! The fuck! Ja, ich bin ja so blöd. Ich habe mich von den Bienen stechen lassen, weil ich... Boah, ich habe die geagrot. Ja, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass ich das nicht darf. Fuck. Boah, die sind aber schon... Die sind einigermaßen krass, ja. Nächstes Mal. Ich mache mich jetzt mal auf den Umweg. Ja, kann ja mal passieren. Das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist. Leute. Ja. Nur jetzt nicht nahe daran kommen. Papageien. Ich freue mich. So. Ich könnte eigentlich auch Folgendes machen. Könnte ich, wenn ich dann wollte. Was ist denn hier passiert, MCL Selector? So. Hier ist ja auch... Was war das? Hört sich an wie irgendwas ganz Komisches. So ein Fuchs wahrscheinlich, ja. Die hören sich so beknackt an. Entschuldigung, ist so. Füchse. Ah!
What does the fox say? Ding, 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 ding. Ja. What does the fox say? Was macht der Fuchs in der Mine? Minenfuchs, Minenfuchs. Ich gucke gerade hier noch mal ein bisschen. Ah ja, genau das suchte ich. Ich würde nämlich eigentlich, upsi. Holzkohle da, ne? Ist das? Ich sehe noch was, was ich machen kann. Aber erstmal. So, das gibt ja gleich vier. Gibt ja gleich ein Vierer. Das ist ja mal kontraproduktiv. Okay, alles klar. Wann war ich das letzte Mal in dieser Mine hier? Das ist ja ewig lange her. Ich kann mich noch daran erinnern, hier war irgendwie so eine ganze Masse an Spinnenspawnern am Abgehen. Eieiei. Ei, caramba. Señores y señorinas. ¿Qué pasa? Wo bin ich denn hier? Warte mal. Es ist interessant. Es ist interessant. In der Tat. War hier nicht ein Spawner? Mach mir doch keine Angst, Viecher. War hier nicht ein Spawner unten drinne? War das nicht die... Hier war ein Zombie-Spawner unten drinne, wenn ich mich recht erinnere. Hier hatte ich mich von der Mine aus durch... Ah ja, da hinten. Guck mal. Ist da noch was drinne? Ist da noch was drinne? Natürlich nicht, Kollege. Ja, was ist mir am wertvollsten? Auf das Eisen kann ich nicht scheißen. Ich hab die ganzen Diamanten dabei. Wenn es mich jetzt zerlegt, bin ich so traurig. Ja, das hier war eigentlich der Spawner, den ich einstmals favorisiert habe für XP-Farm. Jetzt habe ich da schon was anderes im Auge. Autsch. Ach komm, lass mal. Wir holen uns das irgendwann. Auf jeden Fall, hier ist dann mal der Spawner. Warte mal, gibt es hier vielleicht in der Gegend irgendwo Kohle, die man noch ausgraben kann? Ja, den Gang hier bin ich wohl durchgekommen. Ja, und das ist auch hier schon der letzte Ausläufer der Mine. Warte mal. Dann machen wir das so. Ja, hier sind wir rübergekommen. Alles klar. So langsam begreife ich, was hier die Meta ist. Meta ist ein norddeutscher Name. Frauenname Meta. Ist aber auch ein Längenmaß und ein Breitenmaß. Also ein. Ja. Und ihr lieben Bayern, hat nichts mit einer Maß Bier zu tun. So leid mir das auch tut. Also. Der redet einen Quatsch hier. Joining World. Oh, ich dachte schon abgestürzt. Alter Verwalter, da hätte ich jetzt aber im Strahl gekotzt. So. Also das mit den Bienen, das ärgert mich. Das ärgert mich maßlos. Was für eine Idiotie. Ich meine, das ist genauso
wie die Suizidalität der Bienen, ne? Dass wenn du unten Lagerfeuer drunter machst und du schirmst das nicht ab, die Viecher fliegen da rein und verbrennen sich, ne? Hätte man nicht auf die gleiche Art und Weise, wie man den Viechern beibringen kann, dass sie, wenn Feuer drunter ist, friedlich werden, hätte man ihnen nicht genauso beibringen können, ey, ist keine gute Idee, da reinzufliegen? Also ich verstehe es nicht. Nö, aber das wäre ja im Endeffekt dann nicht nervig und alles, was nicht nervig ist, irgendwie, halt mal, ich habe irgendwie das HUD weggemacht. Alles, was nicht nervig ist, will Mojang nicht haben. Habe ich so das Gefühl. So, jetzt habe ich natürlich hier noch Blumen. Jupp. Ja, das wäre jetzt auch schon wieder was, was ich eigentlich viel später vorhatte. Ja, jetzt müsste ich eigentlich hier was machen. Ja, müsste ich eigentlich. Warte mal. Also, ich mache mal auch hier die Teile hier rein. Erstmal müsste ich jetzt irgendwie die 30 Erfahrungslevels voll kriegen. Habe ich hier unten vielleicht irgendwas zum Abbauen? Irgendein Rohstoff. Genau so heißt das. Ich könnte jetzt natürlich auch runter in die Strip Mine gehen. Was ich wahrscheinlich dann auch tun werde. Scheiße. Halt. Das ist mir zu, wie heißt es? Gefährlich, genau. Das ist mir jetzt zu gefährlich. So. Aber wir haben doch 30 Erfahrungslevels. Warum kann ich nicht auf Stufe 3 verzaubern? Was ist hier die Meta? Einmal. Ich bin schon ein zu weit. Ich komme langsam irgendwie so ein ganz klein wenig ins Schwimmen. So, 2 Minuten noch. So, komm, lass uns einmal rüber in den Verzauberungsraum und nochmal schauen. Es müsste doch möglich sein. Oder bin ich jetzt einfach zu blöd? Habe ich jetzt irgendwo einen Logikfehler? Ja, sowas gibt es öfter mal, wo ich dann hinterher mir die Aufnahme anschaue und sage, Moment mal, nee, das kann nicht sein. Das ist ja, wie konnte denn das jetzt passieren? Meistens kann ich dann gut drüber lachen. Nachdem ich erstmal irgendwie den Kopf auf die Tischplatte gehauen habe und gesagt habe, das musste doch jetzt nicht, ne? Ne, hier, schau, ich kann nur bis Stufe 2 verzaubern. I don't understand this. Wir können noch mal zusehen, dass wir hier irgendwo in der Gegend vielleicht eine Höhle finden, wo wir die Erfahrungslevels noch mal... Ja, ich habe sicherlich einen Logikfehler. Ach ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon. So. Ja, da unten ist Kohle. Nicht zerlegen, bitte. Ja, jetzt die Kühe zu schlachten wäre jetzt doof, weil da nämlich bei weitem mehr Erfahrungslevel rüberkommen. Töten bringt immer mehr Erfahrungslevels als irgendetwas anderes zu tun in Minecraft. Auch so eine fragwürdige Logik, ne? Meinst du nicht? Dass du mit nichts anderem so viel Fortschritt eigentlich bekommst, als mit Zerstörung und Tod. Aua. Ja, genau. Weißt du, ich stack mich jetzt hier hoch. Ich werde doch jetzt nicht mit den ganzen Diamanten in irgendeine tiefe Höhle steigen. Nein.
So, nö, da ist mal nichts. Hier hinten war auch irgendwo eine Höhle und die war da auch schon nach MCA Selector. Wisst ihr die Höhle, wo ich war, als ich das erste Mal das neue Wilma Poppen Album vorgestellt habe? Da war was. Ah! Was macht der hier mit seinen ganzen Diamanten auf Taschen, ne?